Aber um etwas Geld zu verdienen, wurde uns in einer Mongolen-Gymnasium weit draußen, außerhalb der Stadt, eine Arbeit angeboten, das heißt meinem Vater, er sollte dort Gesangunterricht geben. Naja, hörte sich ja gut an. Nur, also da er keine Sprache konnte, die ich konnte, natürlich, ich bin ja jung gewesen, er war ja schon alt, bin ich als Übersetzer mitgegangen. Wir mussten weit übers Feld laufen. Und wenn dann so im Winter der Wind von der Wüste Gobi rüberwehte, ich kann Ihnen sagen, es war schlimm. Und mein Vater bekam ja auch Herzattacken schon. Und wir immer feste gegen den Wind angelaufen in diese so weit liegende Schule, ganz draußen irgendwo in einem freien Feld. Aber wir kamen nun hin. Es stellte sich heraus, dass mein Vater keinen Gesangunterricht in seinem Sinne, wie er es verstanden hat, geben sollte. Nein, er sollte den Jungen die Loblieder auf die mongolischen Führer Choibalsan und Zedenbal. Hat jemand schon mal die Namen gehört? Ja, gut. Die sollte ihm beibringen. Ja, was tun? Also gut, er hat sich das erstmal angehört und dann hat er ihn das hin. Aber er war Deutscher. Und er war deutscher Gesanglehrer. Und er legte größten Wert auf gute Aussprache. Es musste also ganz genau ausgesprochen werden, jedes Wort und geformt werden. Ich sagte ihm noch immer, ach Papa, das ist doch nicht so wichtig. Bitte, ich gebe hier diesen Unterricht und so wird es gemacht. Und dann beschloss er, ihnen auch noch aus dem deutschen Liedgut was beizubringen. Diesen mongolischen jungen Leuten, die natürlich kein Wort Deutsch konnten. Und so tönte dann über die mongolische Steppe, sah ein Knab ein Löslein stehen und am Blunnen voll dem Tole.